Orientierung. Orientierung bedeutet, das sich zurechtfinden. Orientierung gilt als Vermögen eines Organismus, bestimmte Bewegungen auszuführen in bestimmte Richtungen. Es gibt verschiedene Quellen von Orientierung. Man kann sich orientieren mit dem Sehsinn, mit dem Hörsinn, mit dem Geruchssinn. Und es gibt auch den Gleichgewichtssinn. Man spricht auch im Allgemeinen vom Orientierungssinn. Manche Menschen haben einen besseren Orientierungssinn, was zwar keinen Sinn ist wie die fünf Sinne, aber irgendwo die Fähigkeit, sich im Raum zurechtzufinden und sich auch Richtungen zu merken und ein Gespür dafür zu haben, wie man in eine bestimmte Richtung kommt. Orientierung ist also zunächst etwas, was für den Raum gilt. Orient ist die Himmelsrichtung, die Gegend, in der die Sonne aufgeht, der Osten, das Morgenland. Und Orientierung bedeutet eben, dass man sehen kann, wo Osten ist und damit auch, wie man in welche Richtung kommt. Orientierung ist auch nicht nur räumlich, sondern Orientierung bedeutet auch, dass man sich an bestimmten Grundsätzen ausrichtet. Zum Beispiel kann man sich orientieren an den 10 Geboten, man kann sich orientieren an bestimmten ethischen Richtlinien. Im Yoga kann man sich im Hatha-Yoga orientieren an die Yoga-Vidya-Grundreihe und kann dann sicher sein, dass alle Aspekte des Menschen positiv beeinflusst werden. Man kann sich orientieren an bestimmte Lebensregeln im Yoga. Mensch braucht Orientierung, das heißt eine gewisse Ausrichtung. Aber aus dieser Orientierung heraus kann der Mensch spontan und kreativ leben.